Welcher Teil der Welt ist am stärksten von Malaria betroffen? Nordamerika, Europa, Subsahara-Afrika oder Ostasien? Länder in Subsahara-Afrika sind am stärksten von Malaria betroffen. Das ist zurückzuführen auf die effizienten Übertragungen durch Moskitos, ineffiziente präventive Maßnahmen und den Klimawandel. Die Krankheit betrifft vor allem Kinder unter 5 Jahren und schwangere Frauen und verstärkt die Armut durch höhere Gesundheitskosten und geringe Produktivität. Zu der Bekämpfungsmaßnahme der Malaria gehören zum allem die Insektizide behandelte Netze, die Besprühung der Innenräume, präventive Maßnahmen für Kinder und Schwangere und auch seit kurzer Zeit der Impfstoff RTSS. Allerdings erschweren Resistenzen gegen Insektizide, schwache Gesundheitssysteme und politische Instabilitäten die Ausrottungsbemühungen